Ich möchte das Wörtchen Krise noch nicht in den Mund nehmen, aber Fakt ist, wir spielen bisher eine ziemlich durchwachsene Rückrunde und stehen dementsprechend auch nur auf Platz 10. Spielen jetzt allerdings gegen den Letzten und gegen den Zweitletzten. Also können wir nochmal ins Aufstiegsrennen einsteigen. Wir haben 12 Punkte Rückstand, noch 6 Spiele. Wir spielen gegen den 17. Oldenburg, gegen 18. Rheden und gegen Eintracht Braunschweig. Wir brauchen in diesem Part mindestens 7 Punkte, um oben mitzumischen. Ich führe mal Einzelgespräche mit Ristewski, Lenze. Kvisani ist auch in der nächsten Saison erst wieder fit, den habe ich noch nicht besucht. Jiménez wird auch, mache ich noch, bekommen auch mal ein paar Einzelgespräche. Bitroff ist wieder einsatzfähig, aber ist im Moment aus der Formation raus. Ich spiele jetzt ohne Rechtsverteidiger, oder soll ich dann doch wieder mit Rechtsverteidiger spielen? Lenz, ich möchte ihn jetzt nicht sofort kritisieren. Oh, mein bester Trainer, denkt er sich nach dem persönlichen Gespräch. Stefski, persönliches Gespräch. Pokal in England, ist vollkommen egal. So, Grisani wird besucht, er freut sich darüber, wir brauchen Punkte. Und auch Jiménez denkt sich, mein bester Trainer. Ja, da sprechen Sie mal ein Wort. Ich denke mal, in wirkliche, ich sag mal, Entlassungs... in eine Krise, die eine Entlassung nahe bringt oder möglich macht, werde ich wohl in dieser Saison nicht mehr rutschen. Es sei denn, wir verlieren jetzt 6-mal hintereinander. Da brauche ich mir, denke ich mal, keine größeren Sorgen machen. Aber wir wollen natürlich trotzdem das Saisonziel erreichen. So, persönliche Gespräche geführt. Wir spielen gegen Oldenburg. Wir sind deutlich stärker als die. In der Rückrundentabelle stehen wir nur auf Platz 13, Oldenburg auf dem letzten Platz. So, wir brauchen Punkte, Punkte, Punkte. Bitroff ist wieder ein Fall, zumindest ein Fall für den Kader. Bin ich ja jetzt hier ohne. Bitroff könnte auch Innenverteidiger spielen. Tut das auch. Bitroff spielt Innenverteidiger. Ristewski bitte Platz auf der Bank ein. Okay, also Bitroff und Gil. Hinten ist ganz Ramirez, Lenze hinten drin. Gucken, wie das jetzt so fluppt. Natürlich nehme ich mir auch so ein bisschen die Flankenqualität raus, dadurch, dass ich die Außenverteidiger rausnehme. Aber Kleinsorge und Deutsch können ja auch gut flanken. So, Einsatz erhöhe ich trotzdem auf 120%. Also wer glaubt, er kann das hier locker angehen, ja? Base auf dem falschen Dampfer! Gerade nachdem wir im letzten Part nur einen Punkt geholt haben aus drei Spielen, sollte hier niemand irgendetwas locker angehen. Die Spieler sind verwundert, weil sie so einen Quatsch erzählen. Oldenburg hat keines der letzten 5 Spiele gewonnen. Wir haben keines der letzten 4 Spiele gewonnen. 2200 Zuschauer. Mittelmäßiger Platzzustand. Harald Schmidt tippt 2-1 auf Oldenburg. Wenn wir hier verlieren, haben wir aber natürlich die Kacke am Dampfen. Nering wird von BBD attackiert, legt den Ball sicherheitshalber zurück. Weiß. Oldenburg, die spielen natürlich noch, die wollen noch den Klassenerhalt schaffen. Die haben ca. 8 Punkte Rückstand. Wir brauchen die Punkte fast noch dringender als wir. Wobei, beide Teams brauchen die Punkte. So, Freistoß jetzt, Deutsch läuft an. Tunnelball ist drin, Jack Deutsch mit dem direkten Freistoßtor. BBD sieht gelb. Viertes Saisontor. Endlich gehen wir mal wieder in Führung. Das geht runter wie Öl. So, da hätten wir jetzt, stand jetzt die 40-Punkte-Marke geknackt. Das hätte dann länger gedauert als gedacht. Aber hier ist noch erstmal noch viel Zeit. Jetzt Jackson stolpert den Ball ins Aus. Jetzt aber direkt wieder eine Minute später flankt er in den Strafraum. Keiner kommt ran. Beck flankt aus vollem Lauf. Aber da kommt auch keiner dran. Jackson, die Flanken hin und her. Gefährlich, Volley-Schuss, Henschel. Dem Keeper rutscht der Ball durch die Beine und er bekommt ihn noch zu fassen vor der Linie. Das war haarscharf. Das war haarscharf. Tumasi schlägt den Ball hoch Richtung Eckfahne, aber der geht ins Aus. Ja, die neue Formation jetzt auf Dauer. So fluppt mit Andrade im Mittelsturm und Jackson und Beck außen. Das werden wir noch sehen. Deutsch letztlich gekonnt gegen Heller durch. Spielt den Ball auf den linken Flügel. Vielleicht haben wir aber auch so viele Punkte nur liegen lassen, weil wir so schwere Gegner hatten. Jetzt müssen wir aber natürlich gegenreden und Oldenburg die Dreier holen. Andrade passt auf Beck, der ist einen Schritt schneller als Trost. Ikon kommt mit der Fußspitze an den Ball, knapp vorbei, legt nach, Leute, legt nach. Wieder wird von BBD gerempelt, verliert den Ball. So, wir führen auch nochmal eine Szene in der 45. Minute. Beck, Tumasi schlägt den Ball auf rechts außen, Breu läuft Richtung Strafraum, gespielt zur Torauslinie, Villa erläuft sich den Ball. Langt kein Problem für Lenz. Wir führen 1-0 zur Halbzeit. Oldenburg hatte keine einzige Torchance. Das ist sehr gut. Deutsch spielt überragend, wird dafür gelobt. Ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Macht so weiter. Mit heißem Herz, aber mit kühlem Kopf. Das ist die Devise. Weiter so.
Nicht, dass wir wieder kurz vor Schluss den Ausgleich kassieren wie im letzten Spiel. So, offensive Ausrichtung bei Oldenburg. 62. Minute, wir führen immer noch mit 1:0. Es bleibt knapp und es bleibt spannend. Jimenez kommt für Jackson rein, sammelt hier im letzten Spiel immer mehr Spielpraxis. Heller, Deutsch, der Deutsch gewinnt den Zweikampf. 68. Minute, bringe mal Rufides für Henschel. Ich werde jetzt nicht wieder defensiv wechseln. Beck gewinnt den Zweikampf gegen Weiß. Stör bringt das Leder unter Kontrolle. Spielt den Ball Richtung Mittelkreis. Knappe Kiste hier. Tomasi flankt. Kein Abseits. Breu gegen Deutsch. Ich habe noch keinen aufs Tor geschossen. Geht an ihm vorbei. Breu stoppt den Ball. Flankt in den Strafraum. Abseits. Der Linienrichter lässt die Fahne unten. Der Linienrichter lässt die Fahne unten. Gil klärt per Kopf. So. Ich komme immer so ein bisschen ins Überlegen, ob ich doch defensiv wechseln soll. Ich habe ja gerade gesagt, ich mache es nicht und dann tue ich es auch nicht. Marinov kommt für Kleinsorge. Ich ändere auch nichts an der Ausrichtung. Gelb-rote Karte für BBD. Jetzt muss ich allerdings was ändern. Jetzt haben wir auf einmal einen Mann weniger. Was mache ich denn jetzt bloß? Rufides wird auf jeden Fall zurückgezogen auf die 6. Und Jimenez wird auf die 10 zurückgezogen. Andrade, dann spielen wir mit 2 Stürmern. Jetzt mit einem Mann weniger stellen wir uns aber schon hinten rein. Abwehrriegel. Und Einsatz auf 150% erhöhen. Oh Mann, Mann, Eckball jetzt von der rechten Seite für Oldenburg. Jetzt mit in Unterzahl muss das so sein, dass wir jetzt, dass wir mit den Abwehrriegel. Wieder spielt der Ball jetzt gefunden. Dort ins Tor, wir liegen hinten. Ah, ja, schon wieder kassieren wir kurz vor Schluss den Ausgleichstreffer. Dass ich auf Abwehrriegel umgestellt habe, wurde nicht übernommen. Warum wurde das nicht übernommen? Aber ist auch gut so, weil ich hätte es jetzt eh wieder rückgängig gemacht, weil jetzt müssen wir doch wieder offensiv spielen. Damit wir hier noch den Führungstreffer erzielen irgendwie. Gelbe Karte für Gabriel Weiß. Und jetzt nochmal in der 90. Minute. Jetzt nicht nur das 2:1 kassieren. Der Heller, Tomasi gegen Jimenez. Der grätscht. Wird überlaufen. Oh Mann. Nächster Gegner kann ihn nicht stoppen. 1:1 wäre hier natürlich auch viel zu wenig. Aber okay, wir sind jetzt in Unterzahl. Jetzt aber aufpassen, dass wir den Punkt hier noch wenigstens holen in Oldenburg. Aduris holt aus, dem Keeper rutscht der Ball durch die Hosenträger und wir liegen hinten. Das gibt es nicht. Wir führen 1:0 und wir verlieren hier noch 2:1 in Oldenburg. Das ist eines der einprägsamsten Spiele, die ich hier in jüngster Vergangenheit bei Anstoß 3 erlebt habe. Das kann es nicht sein. Das, also im negativen Sinne einprägsamstes Erlebnis. Das kann nicht sein, dass wir dieses Spiel aus der Hand gegeben haben. Für Oldenburg wie aus dem Bilderbuch. Wir kassieren die gelb-rote Karte in der 79. Minute und geben das Spiel. Aber so ist der Fußball ein typisches Spiel. Aber für uns jetzt natürlich eine absolute Vollkatastrophe. Gil, der beste Mann, Spiel bekommt die Note 4 mäßig und bei mir grummelt es im Magen ganz gewaltig vor. Enttäuschung und Wut und das gibt es nicht. 38 Punkte, wir fallen auf Platz 11. Für Oldenburg Big Points. Boah, das muss ich erstmal verdauen. Drochtersen-Assel verliert 0:2 gegen Osnabrück. Lübeck gewinnt 1:0 gegen Hannover. Braunschweig gewinnt 2:0 gegen Flensburg. Halle verliert mit 1:3 gegen Uerdingen. Oldenburg gewinnt mit 2:1 gegen uns. Magdeburg spielt 2:2 gegen Rostock. Reden verliert 0:2 gegen Paderborn. Wolfsburg spielt 1:1 gegen Bremen. Und Gladbach spielt 2:2 gegen Chemnitz. Ich habe hier selten in 192 Folgen ein Spiel erlebt, was mir so auf die Laune geschlagen hat, wie das hier gerade. Boah, wir haben noch 7 Punkte Vorsprung auf Platz 15, 12 Punkte Rückstand. Den Aufstieg können wir so fast vergessen. 12 Punkte Rückstand, es sind noch 5 Spiele, da hätten wir gerade gewinnen müssen. Gil, der Mann des Spiels. Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir Ihrem Verein kein Geld mehr zur Verfügung stellen. Wir gehen von einem schnellen, sauberen Konkursverfahren aus und wünschen Ihnen für die Zukunft viel mehr Erfolg. Was? Meine sehr verehrten Damen und Herren. Nach relativ kurzer Zusammenarbeit muss ich Ihnen leider heute die Ablösung unseres Managers bekannt geben. Geeigneten Ersatz werden wir Ihnen in Kürze präsentieren. Danke. Was? Na gut, das kommt jetzt mal noch um einiges unerwarteter als diese Niederlage gegen Oldenburg. Wir sind pleite und ich bin entlassen. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das kam jetzt völlig ohne Vorwarnung. Oder gab es Vorwarnungen und ich habe sie nur nicht kommen sehen. Um Himmels Willen. Da war ich froh, mal eine zweite Saison bei einem Verein durchzuhalten.
und nicht in Schwierigkeiten zu geraten, auch wenn ich jetzt gerade gegen Oldenburg verloren habe. Und jetzt kommt sowas. Jetzt nimmt man uns hier die... Das ist doch jetzt der Abstieg, oder? Auf jeden Fall bin ich gefeuert. Ja, nehme ich die Abfindung an. Puh, 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 puh. Bekomme direkt Angebote von Zwickau und Aalen. Aalen steht auf Platz 11, das Saisonziel ist zu Ende bringen. Zwickau steht auf Platz 18, da ist das Saisonziel Klassenerhalt. Puh, damit habe ich nicht gerechnet. Und schon wieder in der zweiten Saison, in der zweiten Spielzeit bei einem Verein entlassen worden. Schon wieder. Aber diesmal unter anderen Voraussetzungen, unter anderen Umständen, auf andere Art und Weise. Gehe ich nach Aalen oder gehe ich nach Zwickau? Wir haben uns ja eigentlich gut geschlagen in Jena. Davon abgesehen, dass ich den Verein jetzt finanziell ruiniert habe und beziehungsweise auch sportlich damit ruiniert habe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Auf die Transfers scheiße ich erstmal. Und wir werden wieder abgewertet. Zweite Entlassung innerhalb von 2 Jahren. Ja, nicht nur die zweite Entlassung innerhalb weniger Jahre. Ja, das gibt es nicht, das gibt es nicht, das gibt es nicht, das gibt es nicht. Habe ich die Niederlage gegen Oldenburg kaum verkraftet. Und dann so was, so ein Paukenschlag, so unerwartet. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. RB Leipzig im Finale der Champions League gegen Ajax Amsterdam. Und Mainz 05 im Finale der Euroleague gegen Chelsea. Zwei deutsche Teams können hier international was reißen. Ist das jetzt wirklich hier der Abstieg für Jena? Ja, Karlsruhe ist Jena auf dem letzten Platz. Wie spielen sie denn jetzt? Ja, hatte ich mich an die Jungs gewöhnt, da dachte ich, wir kamen einen guten Kader in Zukunfts. Trächtigen Kader, einen Kader mit Zukunft zusammen, könnten vielleicht in der nächsten Saison um den Aufstieg mitspielen und dann sowas. Jetzt gewinnen sie mit 1:0 gegen, nein, spielen auch gegen Reden nur 1:1. Der Schock war wohl zu krass. Heiko Herrlich, Nachfolger von Jürgen Klinsmann beim Hamburger SV. Aalen und Zwickau sind noch an mir dran. Die Saisonziele sind jeweils zu Ende bringen. Also sind, gehe ich mal davon aus, dass Zwickau abgestiegen ist und bei Aalen geht es um nichts mehr. Ja, Aalen ist 18. Sind es wahrscheinlich beide abgestiegen. Aalen nicht eben noch auf Platz 11. Gucken wir mal. Raphael Gil, Torschütze des Monats. Ja. Bayern München auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft. Da habe ich mal wieder einen Verein. Mal wieder einen Verein ruiniert. Gucken, wo ich jetzt unterkomme. Also Bayern München. Ein Punkt vor Hoffenheim auf den Abstiegsplätzen. Köln, Hertha und der HSV. In der zweiten Liga auf Platz 1, 2, 3. Freiburg, Union, Berlin und Münster auf den Abstiegsplätzen. Darmstadt, Viktoria Köln, Fortuna Köln und Bochum. Hier auf Platz 1 und 2 Halle und Flensburg. Auf den Abstiegsrängen Chemnitz, Oldenburg, Rheden und Jena. Ja, sind wir am Ende doch letzter geworden. Hier. VfR Aalen hat auch. VfR Aalen dasselbe Schicksal, dadurch sind sie auf einmal auf 18. VfR Aalen ist auch pleite gegangen mit 43 Punkten. Haiger, Homburg und Zwickau auf den anderen Abstiegsrängen. Ingolstadt und Regensburg auf 1 und 2. Das war ein Paukenschlag. Ja, Folge 192 und mal wieder was Neues erlebt. Die vielleicht größte Überraschung, die es hier bisher gab in 192 Folgen. Rege ich mich noch tierisch über die Niederlage gegen Oldenburg auf und erlebe dann sowas. Puh. Unterhaching und Aalen sind an mir dran, aber Unterhaching geht doch sowieso jetzt runter. Vierte Liga gibt es auch hier nicht. Unterhaching auf Platz 9, die möchten oben mitspielen. Das wäre eigentlich ganz gut, die da jetzt zu unterschreiben. Dann könnte ich da direkt einsteigen und dann für die kommende Saison mich stark machen. Sonst müsste ich, dann kann ich wenigstens die Sommerpause mitmachen. Aber ich möchte jetzt nicht so voreilig irgendwo unterschreiben. Das muss ich erstmal verdauen. Ja, mal wieder in der zweiten Saison bei einem Verein gescheitert. Langsam wird's echt ätzend. Es war schon längst ätzend. Deutschland spielt 3:5 gegen Bosnien. Es war schon längst ätzend. Wie geht's denn jetzt weiter? Aber jetzt habe ich hier schnell weggeklickt, aus Versehen, wer sich hier für die EM qualifiziert hat.
Portugal, Niederlande, Bosnien, Herzegowina und Rumänien in Gruppe 1, Gruppe 2 Deutschland, Frankreich, Slowenien, Polen, Italien, Österreich, Spanien, Russland und England, Serbien, Ungarn, Türkei. EM 2032. Ja, wie viel Spieltag ist das hier? Noch nicht der letzte. Aalen und Unterhaching sind noch an mir dran. Unterhaching auf Platz 8. Könnte aber halten. Was passiert denn jetzt mit den ganzen Leuten von Jena? Werden die jetzt alle gefeuert? Bei Unterhaching unterschreiben wäre doch sicher was, aber Transfers gucke ich mir jetzt nicht an. Bin ich jetzt gerade nicht in der Stimmung für. Wenn das hier echt auf die Laune schlägt. Hätten die mich nicht nochmal vorwarnen können und sagen, ja, sie brauchen jetzt bis dann und dann unbedingt noch so und so viel Geld, ansonsten nehmen wir ihnen die Lizenz weg. Einfach so lassen die einen pleite gehen. Bayern München, deutscher Meister 2032. Glückwunsch. Wolverhampton, Straßburg, AC Mailand, Sociedad, auch Meister. Wamangituka, Torschützenkönig. Okaka, mein alter Bekannter bei Eintracht Braunschweig, Torschützenkönig. Unterhaching ist immer noch an mir dran. Und ja, bevor ich jetzt keinen Job habe und bis Oktober oder November warten muss, kann ich wenigstens mit Unterhaching die Sommerpause machen. Warum möchte Aalen mich noch haben? Die sind doch abgestiegen. Unterhaching. Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht mit denen fahren, weil ich unterschreibe einfach mal direkt. Er legt großen Wert auf Taktik, das ist gut, denn bisher hatten wir keine Weiterspielen. Nur kämpfen genügt halt nicht. Wenn die das sagen. So, Pepe wechselt von Osasuna nach Bayern München. Dias Marcello von St. Pauli zum HSV. Vincent Lange von Monaco nach Holstein Kiel. Ja, ich bin jetzt neu bei der Spielvereinigung Unterhaching, muss mir erstmal den Kader anschauen. Mache mich natürlich erstmal wieder selber, eigentlich sogar ein recht großer Kader. Unterhaching beendet, kann ich jetzt wenigstens mir noch die Statistiken angucken. Unterhaching beendet die Saison auf Platz 10, 47 Punkte, ungefähr so das, was ich wahrscheinlich mit Jena am Ende geholt hätte, dass ich eigentlich meinen Status quo einigermaßen gewahrt habe. Abgestiegen sind Haiger, Homburg, Zwickau und Aalen. Aufgestiegen sind Aue und Ingolstadt. Regensburg ist nicht geschafft. Jena 40 Punkte am Ende geholt, abgestiegen. Zusammen mit Rheden, Oldenburg und Chemnitz. Aufgestiegen sind Halle und Flensburg. Paderborn hat es auch noch verkackt. Zweite Liga, abgestiegen sind Fortuna Köln, Cottbus, Bochum und Viktoria Köln. Aufgestiegen sind Freiburg, Dresden und Union. Münster hat es auch noch verkackt. Punktgleich mit Union. Erste Liga abgestiegen sind der deutsche Meister Hertha, wieder mal ein deutscher Meister, der es nicht verkraftet hat, die Mehrfachbelastung. HSV und der SFC Köln, Bayern München auf 1, Hoffenheim auf 2, Augsburg auf 3, Würzburg auf 4, Mainz auf 5, Leverkusen auf 6. So, ich starte mit einem Vorstandsvertrauen von 78% und wie es hier so wird bei Unterhaching, das seht ihr im nächsten Part. Das war mal ein Knaller hier, Folge 192, mein lieber Schwan. Tschüss, bis dann.